So, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit der Aufgabe, wie kann man aus einer Kettenbruchdarstellung, so etwas hier, die Darstellung als Gemeinbruch herleiten, also der Rückwärtsweg. Na? Der Rückweg. Was ist das Grundprinzip? Was macht man? Ja? Du kannst die Zahlen untereinander schreiben. Also wir schreiben die Zahlen 6, 1, 4, 2 untereinander. Ne? Genau. Und dann wissen wir, dass der Rest plus 0 sein muss. Also kommt plus 0 hin. Ja. Und vorne dann mal 1. So. Also Grundprinzip ist, wir wollen den euklidischen Algorithmus rückwärts arbeiten, ne? Kann man machen. Genau. Warum? Also damit bin ich einverstanden. Okay. Plus 0 bin ich auch einverstanden. Warum darf ich hier eine 1 hinschreiben? Weil vor das ist gleich, die gleiche Zahl, hier muss die letzte Ziffer, immer so die 2 in dem Fall. Ist das immer im euklidischen Algorithmus ja. So? Weil es muss ja restlich bleiben. Ja, warum kann denn nicht stehen, 4 ist gleich 2 mal 2 plus 0? Oder 6 ist gleich 3 mal 2 plus 0? Weil kein Beispiel der Fall war. War in keinem Beispiel der Fall, weil ich die Brüche so gewählt hatte. Könnte aber sein. Was wäre denn der Fall, wenn hier stehen würde, 6 ist gleich 3 mal 2 plus 0? Was ist denn die 3 hier? Was kommt denn hier raus? Was steht denn im euklidischen Algorithmus an dieser Stelle? Ja? Ja, was ist denn das bedeutungsmäßig im euklidischen Algorithmus der letzten Zeile hier oder in der vorletzten hier? Der GGT, der ursprünglichen beiden Zahlen. Warum darf ich hier eine 1 hinschreiben? Ja? Weil es alles schon jeweils Brüche waren, die so weit gekürzt waren, wie es eben möglich war. Genau. Ja. Wenn ich hatte Brüche angegeben, das war ein bisschen didaktisch ungeschickt, das gebe ich zu, ich hatte Brüche angegeben, die bereits gekürzt waren. Sodass Zähler und Nenner der GGT 1 war. Wenn man dann Zähler und Nenner nimmt und einen euklidischen Algorithmus durchführt, steht hier 1. Klar, war ja gekürzt. Hätte jetzt hier 150 22stel gestanden, was ja derselbe Bruch ist vom Wert her, hätte hier 2 gestanden. Das bedeutet aber beim Rückwärtsgehen, darf man es genauso machen, wie Sie gesagt haben. Man darf hier eine 1 hinschreiben. Dann kriegt man automatisch den gekürzten Bruch. Man kann auch eine 2 hinschreiben. Dann kriegt man den um 2 erweiterten Bruch. Oder eine 3 oder eine 4. Es ist schnurzpiep egal, was Sie hier hinschreiben. Im einfachsten Fall schreiben Sie die 1 hin, weil Sie dann beim Rückwärtsarbeiten gleich den gekürzten Bruch kriegen. So. Na gut, das ist eine Rückwärtsarbeit, ne? Ich weiß ja, die 2 hier, die kommen von hier und die 1 kommt von hier. Ne? Das ist ja immer der Weg im euklidischen Algorithmus, die 2 und die 1. Naja, das muss ich einfach nur rückwärts denken, ne? Die 2 kommt hier hin, die 1 hier hin. Das muss ich hier rechnen, selber 4 plus 1 ist 9. Die 9 kommt hier hin, die 2 kommt hier hin. 9 mal 1 plus 2 ist gleich 11. So, die 11 kommt hier hin und die 9 kommt hier hin. 11 mal 6 plus 9 ist gleich 75. Und damit haben Sie hier Ihren Bruch stehen. So kann man rückwärts arbeiten, wenn man aus dem Kettenbruch die Darstellung als Gemeinbruch herleiten möchte. Gibt es dazu noch Fragen?